Hallo meine lieben Freunde zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Immer noch Mists of Pandaria und Warlords of Draenor kommt ja jetzt bald raus. Oh, ich bin schon ganz gespannt. Wir haben heute den... Warte mal, wo ist denn der Dings? Wo ist denn der Kalender da? Wir haben heute den 5. Ne? Tag der Toten endet. Ach man, habe ich auch wieder verpasst. Ich doof, ey. Na, am 21. November ist der 10. Geburtstag von WoW. Ah, das ist auch geil. Müssen wir dran denken, auf jeden Fall. Wiss. Dunkelmondjahrmarkt ist dran. Tatsache, der ist dran, ne? Können wir auch mal hin. Muss ich gucken. Können wir auch mal hin. Genau, wir müssen jetzt, also ich mache jetzt erstmal hier die Plünderer der Krustenbohrer töten. Das sind ja die Teile, die hier irgendwie so rumkrabbeln. Ja, müssen wir einfach mal machen. Oh Gott, hier sind ja noch so viele Säue, ne? Scheiße, ey, die ganzen Schweine hier drumherum, das macht uns natürlich auch nicht gerade einfacher. 15 Stück? Sind die eigentlich bescheuert? Komm her. Ach, die sind aber bekloppt, ne? 15 Stück, ey. Haben diese noch alle? Das ist doch viel zu viel, ey. Die kriegt doch alle gar nicht zusammen. Und dann muss ich noch die ganzen Säue hier drumherum auch platt machen, weil die mich sonst nämlich... Ah, da hinten ist auch noch einer. Ich kann die aber auch nicht unterirdisch irgendwie angreifen, ne? Ich muss da immer so drauf rum. In die Nähe rein, so. Ja, ganz genau so. Ach, Manno. Ja, festfrieren brauche ich den eigentlich auch nicht, weil das bringt ja nichts. Okay. Ja, gut. Oh, ich habe schon wieder meinen Timer nicht gestartet, ich dussel. Die sind ja jetzt nicht so hart. Ne? Aber hier mit die ganzen Säue drumherum, das geht mir auf den Sack. Ich muss jetzt nochmal die Schweine hier gerade entfernen. Ey, bleib doch mal stehen. Das ging aber flott jetzt. So, jetzt komm mal her. Ah, jetzt kommt die Sau auch noch hier an. Oh, Mann, oh, ey. Das ist ein scheiß Gebiet hier mit den Kackteilen. Plötsch. Aber die gehen zumindest schnell runter. Das ist schon mal ganz schön. 3 von 15. Ey, muss ich so viele töten? Das ist doch doof, ne? Warte mal gerade. Ja. Tatsache, ey. Ich muss echt so viele töten davon. Oh, 15. Ey, wie doof. Komm mal. Ach, wie doof ist das denn, ne? Das ist doch eine richtige Kack-Quest, weißt du? Wieso steht denn der da so doof rum? Die können ja gar nichts. Okay, dann kommst du auch nochmal her. Ah, okay, der kann ein bisschen was. Der andere hat uns mal eben vorhin so in den Rücken zugedreht und da kam gar nichts bei rum. Hier kommt auch noch einer an. Eigentlich können wir hier stehen bleiben, ne? Die kommen hier, glaube ich, in der Senke ziemlich gut voran. Guck mal, hier sind ja, hier kommt auch noch einer an. Ich glaube, hier können wir ganz gut stehen bleiben. Ich gehe mal eben hinter dem hier her. Komm mal her. Der steht wieder mit dem Rücken zu uns, das ist auch geil. Warte, wir machen die mal eben alle so tot hier, so ein bisschen. Plötsch. Hier kommt auch noch einer ran. Ja, okay, so. So selten sind die ja jetzt auch nicht, okay.
gut. Dann sollte man es nicht so schwer haben. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt hier auf Suche gehen, echt, ey. Also, mach mal eben, wir räumen hier mal eben so ein bisschen auf. Jetzt kommt da gleich die Sau an, nein, doch nicht. Wieso dreht denn der sich nicht um? Hier haben wir noch eine Quest gefunden. Ach, guck mal, ich habe schon 10. Alter. Oh, krass. Das geht ja jetzt doch schneller, als ich gedacht habe. Aber ich habe hier unten noch einen. Und warte mal, ich muss mich mal eben kurz aufmounten. Hier habe ich ja auch noch 2 liegen, ne? Hört ja auch jetzt auf zum Linken, jo. Dann gehen wir mal eben hier an den ran. Also sind hier alle doch recht nah. Finde ich gut. Finde ich gut. Hallo, mein Freund. Oh nein, da kommt der Dicke jetzt. Oh, ach nee. Oh, ich habe schon gedacht, ey. Oh, Mama mia, Mama mia. 11 haben wir. Ich gehe nochmal eben hier runter, weil dann haben wir nämlich 2. Weißt du, was wir machen? Wir rennen jetzt mal über die 2 rüber. Genau. Kommt der eine jetzt hier nochmal ran oder ist das jetzt einer? Wieso haut denn der jetzt ab? Der haut tatsächlich ab, ey. Die feige Sau. Hallo, bleibst du mal hier? Ich hab dich doch gerade angegriffen. Ach nee, ich finde den Magier super geil, ne? Jetzt wird er auch mal langsam, obwohl der haut mir jetzt hier richtig schön so ein bisschen was ins Kontor. Ja, ist aber nicht so schlimm. Weil den kriegen wir auch recht flott runter. Jetzt machen wir aber eben hier unseren Dings. Und jetzt haben wir... Haben wir schon alle? Nee, ich glaube, einen brauche ich noch, oder? Ah ja, genau, einen brauche ich noch. Hier steht's ja. Der steht auch wieder mit dem Rücken zu uns. Geil. Schwupps. Yay, wir haben alle. Da muss ich gleich dahin. Nee, ich müsste da unten runter eigentlich. Unerschütterlicher Fußsoldat und Geheimnisse des Lichts. Da müsste ich eigentlich mal erstmal da unten runter, ne? Soll ich erstmal da unten runter? Weil, wenn ich das hier habe, dann kann ich ja eh nochmal da hinten hingehen. Na komm mal, wir gehen mal eben da hinten hin. Das ist ja sowieso hier. Oh oh. Jetzt sind wir eigentlich recht schnell da. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier so ein bisschen rüber reite. Das ist ja auch krass, wie der Boden sich hier auftut mit dem, mit den Steinchen, ne? Kommt hier wieder so eine Sau an, so eine blöde. Zeppelin-Absturzstelle. Ah ja, genau, hier ist das. Hier müssen wir die unerschütterlichen Fußsoldaten machen. Die stehen ja doch, glaube ich, an der, genau, hier an der linken Seite. Da ist er. Uah. Kurz wieder aufmounten. Ich glaube, ich gehe mal gerade hier oben entlang. Weil hier stehen die nämlich auch mal ganz gerne. Wenn hier dann überhaupt noch jemand steht. Ich glaube, die sind alle tot, wa? Hier stehen die doch sonst immer Spalier. Dann gehen wir erst hier unten rum. Ja, dann gehen wir erst hier unten rum. Normalerweise stehen die nämlich da oben Spalier und ich glaube, jetzt gerade ist da... Ah ja, hier rennen ja auch noch genug rum. Da haben wir nämlich die Fußsoldaten. Den frieren wir mal ein. 1 von 12. Hier hinten haben wir auch noch ein paar. Komm du mal ran, mein Freund.
Der kommt schon direkt mit dem Ross durch das Tal da geritten. Ja, die machen wir jetzt alle nacheinander, machen wir die schön weg. Ne? Schwupps. Oh. Hat's dich erwischt, war kleiner. Tut mir leid. Geil, ey. Hier geht es ab wie bei Schmieds Katze, hör mal. Bei Schmieds seine Katze. Da ist sie am Schreien, die Kleine. Das ist halt auch ein Mädel. 4 von 12 haben wir. Boinks. Ha, so geil. Wenn du den links reinhaust, dann sind die direkt weg vom Fenster. Ja, jetzt den rein und dann direkt den rein und zack. Geil. Komm mal her. Frostfinger. Links und zack. Zack. Und tschüss. Das macht Spaß. So macht das Spaß. Oh, und da hinten sehen wir schon, wenn wir mal ein bisschen weiter nach links gucken. Ey, sag mal, hast du sie noch alle? Wenn wir da mal hinten hingucken, da sehen wir nämlich schon die Wälder von Teroka hier hinten. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt meine Maus sehen könnt. Konntet. Guck mal, jetzt nehmen wir den noch an. Müssen wir den Dämonen auch noch machen da? Den Leerwandler? Nee, ne? Ja. Die ist auch Geschichte. Wie sie alle blau funkeln. Muss ich da nicht noch irgendwie was machen? Warte, habe ich da nicht noch irgendwie was für gekriegt? Der Gegenstand startet eine Quest. Fehlender Schriftverkehr. Bei der Untersuchung des ramponierten Lederkoffers stellt ihr fest, dass die Beschädigung des Behälters von der ätzenden Flüssigkeit im Verdauungstrakt des Wurms herrühren muss. Das Leder scheint einst kunstvoll verarbeitet gewesen zu sein, aber die Verzierungen sind nicht mehr deutlich sichtbar. Das Einzige, was noch zu erkennen ist, ist ein abgenutztes Symbol des Zirkels des Szenarios. Da ihr nichts über den Inhalt wisst, haltet ihr es für das Beste, den Koffer zu einem Mitglied des Zirkels zu bringen, okay? Aber habe ich nicht irgendwie noch was gekriegt, was ich... Zertrampeltes Skelett. Moment. Ne, die brauche ich noch töten und... Ah, okay, alles klar, da brauche ich nichts weitermachen. Ich dachte schon, ich musste hier irgendwie... noch irgendwie anmöppeln oder sowas. Zwölf Minuten sind wir jetzt dran, ne? Das heißt, wir müssen hier jetzt nochmal zurück. Wir gehen jetzt nochmal hier. Ah, guck mal, da ist noch eine. Die wartet auf ihren Tod. Sehnsüchtig. Und am Wochenende, wenn ich aufnehme, wir haben heute Mittwoch, ne? Wir haben heute Mittwochabend. Am Wochenende nehme ich auf jeden Fall auf und dann gehen wir auch mal wieder in Dungeons rein. Weil ich muss irgendwie mal offscreen, muss ich mal gucken, dass wir offscreen auf jeden Fall, oder dass ich offscreen auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Dings mache. Ich muss nämlich noch mal... Ja, was muss ich noch haben? Das war... Was war das noch mal? Ich brauche auf jeden Fall noch... Was war das denn noch mal? Magiestoff, glaube ich, ne? Brauche ich noch. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch Magiestoff. In rauen Mengen, mehr oder weniger. Und den muss ich farmen. Den muss ich auf jeden Fall farmen.
Und ich glaube aber, dass ich das offscreen mache, dass ich den da offscreen farmen werde. Weil wir kriegen ja jetzt hier natürlich super viel Netherstoff und Runenstoff und sowas alles. Oh Gottchen, bist du auch tot? Das tut mir aber leid. Da hinten steht auch noch so ein Erzmagier Xintor. Muss ich den machen? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den machen musste. Glaube nicht. Ich glaube erst in der nächsten Quest. Aber brauche ich den jetzt nochmal? Unerschütterlicher Ritter getötet haben wir alle. Zauberer brauchen wir noch und Fußsoldaten brauchen wir noch. Ritter haben wir schon. Ja, lass mal eben aufmounten. Unerschütterliche Zauberin, die ist dood, ne? Jo, die ist dood. Die sagt nichts mehr, die sagt keinen Piep mehr. Hier ist noch einer. Und da hinten ist auch noch eine. So, mein Freund. Da kommst du noch ran. Der hinten da kommt auch noch ran. Und dann haben wir sie soweit alle. Alle, alle. Ja, und heute fahre ich wieder arbeiten. Ja, was heißt wieder arbeiten? Bin ich ja schon die ganze Woche wieder, aber heute war ich arbeiten. Boah, ich hatte wieder so bekloppte Kunden, ne? Ach, Mann, ey, die flippen alle aus, die Leute. Ich glaube, vor Weihnachten werden die alle total bescheuert. Mit, was weiß ich nicht, all für Anfragen, ey, was sie nicht alle haben und was sie nicht alle meinen, kriegen zu können, wenn die Garantie schon abgelaufen ist für ein Gerät und, ach, nee, ey. Ach, der letzte Dreck, ne? Komm mal hier bei mich. Du bist Mia. Krieg ich den? Tatsache, krieg ich. Geil. So, jetzt brauchen wir nur noch die 12 Fußsoldaten brauchen wir noch. Die sind da hinten, die können wir da hinten mal machen. Den Ritter können wir mal gerade umreiten hier. Hier haben wir einen Fußsoldat. Und dann sind die anderen nämlich da hinten. Badaboom. Ah, genau, hier stehen sie nämlich wieder an der Klippe rum. Die Jungens. Und boom. Bam. Ach, ich sammle so viel schönen Stoff, ne? Super geil. So, du kommst ran. Bam. Und du kommst ran. Jetzt brauchen wir nämlich nur noch 3. Sehr geil. Wir brauchen nur noch 3. Hi, wir brauchen nur noch 3. Hi, da kommt wieder die Sau ran. Die blöde Sau. Ich rush jetzt hier einfach mal durch. Und farm die jetzt mal alle ab. Okay. Und dann haben wir hier noch einen und dann haben wir nämlich alle Sachen hier. Wir müssen hier aber, glaube ich, nachher nochmal hin zurück, weil wir müssen hier noch die Bosse machen. Mal eben kurz zur Seite gehen. Ja, jetzt kommt er wieder an hier, der Kacknoob. Ja, jetzt geh schon tot. Geh sterben. Geh sterben, ja. Das ist eigentlich ein Ausdruck, den ich so gar nicht mag. So, da haben wir alle Geheimnisse des Lichts. Ist da ganz unten. Ist da ganz unten. Da gehen wir mal eben hin. Also ich reite hier mal eben vorbei. Da gehen wir nochmal eben hin. Wir haben jetzt 17 Minuten.
Ich reite da mal kurz vorbei. Ich hoffe zumindest, dass wir da hinkommen. Das ist, glaube ich, auf der. Ja, das ist da hier hinten irgendwo auf der Insel. Also wir müssen auf jeden Fall hier durch. Eben gucken, dass wir hier an denen vorbeigeritten kommen. Und dann wird das nämlich hier sein. Genau, hier ist das, die Sphärenfelder. Expeditionsrüstlager. Und dann ist das nämlich hier. Genau, die haben wir dann auch. Perfekt. Das heißt, wir können wieder zurückgehen zur Ehrenfeste. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Machen wir auch mal direkt. Das machen wir auch jetzt noch in der Folge. Da reiten wir jetzt noch hin zurück. Ja, wenn wir nicht festhängen würden, würden wir zurückreiten. Genau. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich reite mal gerade hier durch. Hier sind ja noch genug am Kämpfen, von daher passiert mir hier nicht viel. Und die Ehrenfest ist sowieso da oben. Ja, du kannst mir jetzt auch nichts. Sprich, wir gehen jetzt mal. Genau. Einmal hier durch den Körmel durch. Ich glaube, wir müssen nachher auch hier diese Teile noch aufsammeln. Dann müssen wir eventuell noch mal Säue töten. Aber wir sind auf einem guten Weg nach 60. Aber ich brauche noch mehr Kohle, um mir ein Fluchtier zu kaufen, also eine Fluglizenz. Da bin ich nämlich gerade nicht so wirklich ausgerüstet. Kommen wieder die Jungs angeritten. Hallo. Hier haben wir einen, genau. Ah ja, das ist ja unser Hamburger hier, ne? Geht's? Eine Aufgabe für einen intelligenten Helden. Gut gemacht, Rungelrübe. Wir sollten uns über nichts, aber nicht zu früh freuen. Ich bin mir sicher, dass wir diese Würmer nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wenn sie ihre hässlichen Köpfe wieder in diese Gegend stecken sollten, werden die Söhne sie schon erwarten. Was nehmen wir denn mal? Wir kriegen einen Finger. Kriegen wir bei dem einen mehr Intelligenz. Und was haben wir hier? Stärke, Beweglichkeit. Also wir nehmen auf jeden Fall den Finger. Fort mit euch! Und gucken mal eben, was wir denn hier, welchen Finger wir jetzt austauschen. 7 Intelli, 9, 8 Intelli, 11. Wir tauschen ihn gegen den aus. Perfekt. So, dann geht's weiter. Wer bist du? Ach so, hier ist verwertbares Metall. Oh, scheiße, wo ist denn. Hallo? Moment mal. Aha. Kann ich das auch schon hier machen? Tatsache. Warte mal kurz. Ah, oh, ne, jetzt muss ich aber hier alle platt machen, ne? Reite mal eben hier hinten hin zurück, weil wir müssen die Quests abgeben und oh nee, halt, hier hinten muss ich noch. Wir müssen die Quests abgeben und wir machen dann auch mal eine Pause, weil wir haben schon wieder 20 Minuten voll. Ehrenwache. Was kann ich für euch Lieselo, tun? wie habe ich denn den nochmal gesprochen? Weiß ich nicht. Die Söhne sind euch für eure Mühen dankbar, auch wenn nur wenige über das Rüstlager sprechen möchten. Suche nach den Entführern. Trotz eurer Bemühungen haben wir immer noch Probleme bei der Expeditionsrüstkammer. Niemand weiß mit Sicherheit, was dort vor sich geht, was genau die Geister der gefallenen Soldaten an die Ruinen bindet. Vielleicht gehen wir die Sache falsch an. In meiner Vision habe ich gesehen, dass jeder Geist eine Verbindung zu den Ruinen hat. Aber was ist, wenn eine Verbindung zu ihren Anführern besteht? Erzmagier Xintor und Feldkommandant Talvos standen ihren Männern besonders nahe. Vielleicht bringt die Vernichtung ihrer Geister die anderen zur Ruhe. Seid vorsichtig. Genau, da müssen wir nämlich hin zurück. Und jetzt müssen wir nochmal eben hier oben hin. In die Ehrenfeste rein. Und dann machen wir auch mal eben schnell. Und dann ist die Folge nämlich schon wieder vorbei. Eieiei. Hier müssen wir rein, ne? Hier müssen wir rein und genau, hier müssen wir nämlich zum Vater Malgor, der. Hahaha, ja, mein Freund. Ein altes Geschenk.
Ich dachte, ich hätte euch gesagt, dass ihr mich nicht stören sollt. Was gibt's denn? Die Geheimnisse des Lichts. Ein altes Geschenk. Ist es das? Kaum zu glauben, dass es die Schlacht überlebt hat. Die Gegebenheit in den Ruinen war nicht gerade gut für das Buch, aber ich bin dennoch froh, dass ich es wieder habe. Es ist das einzige Zeichen, das ich von Tyralion habe. Vater Devidicus scheint mit den Tränen zu kämpfen. Wenn man so viele Zeit Seite an Seite gekämpft hat, steht man sich noch näher als die eigene Familie. Okay. Und eure Reisen sicher sein. Ja, da brauchst du dich aber nicht besaufen hier, Junge. Jo, also wir haben die Quests abgegeben. Ich mache hier eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Warte mal eben. Geht's? Genau, ich kann hier noch ein bisschen was verkloppen, ne? Hier zum Beispiel den Schnodder. Das brauche ich auch nicht. Den lila Koffer brauche ich. Das brauche ich auch nicht. Den Ring kann ich entzaubern. Das brauche ich auch nicht. Okay, und dann werden wir schnell noch den anderen Rotz entzaubern. Also den Dolch entzaubern. Den Ring entzaubern. Perfekt. Und dann tun wir mal eben den Lederkoffer hier unten hin. Dann tun wir hier hin. Ja, super. Und dann mache ich hier eine kurze Pause und wir sehen uns dann später wieder. Ciao, Leute.